Hey ho, zu einer neuen Folge von The Grillschunkie unterwegs. Ich fahre heute zum Blogger-Treffen zum Philipp. Ach nee, Schmann, ich bin ja schon da. Ja, und erst Tag 1, erstes Video, und morgen gibt es dann noch ein zweites Video. Also vor dem Treffen ist nach dem Treffen, oder so ähnlich wie man da sagt, auf alle Fälle. Da hinten stehen schon die ersten zwei, sprich der Philipp und der Christian heißt der Gute, gell? Ja, weiß ich. Und ich hab gehört, ihr scheißt auf die DSGVO. Gut. Jawohl, da wird der Pyron angefeuert. Und ja, und auf dem Pyron werden wir jetzt unsere Steaks machen, die ich im letzten Video schon gemacht, vorbereitet habe. Ja, und da gibt es halt jetzt noch ein kleines Video, ein Vortreffen-Video. Tag 1. Was der Philipp für ein Weichei ist. Ja, du Weichei da hinten. Das seht ihr im Hintergrund, weil die Lusche pennt hier in so einem richtig geilen Schäferwagen. Das ist eigentlich eine Frechheit. Dann weißt du warum? Weil du ein Pisser bist. Nein. Du bist ein Weichei. Lass mich mal mit ins Bild, weil ich's kann. Nein, du bist ein Weichei. Und wenn mir es heute Nacht ein bisschen fröstelt, mache ich einfach hier meinen kleinen Ofen an. Ja, ja. Und kuschel mich hier hinten in mein schönes Bettchen. Aber ich habe mir schon erzählen lassen, dass das Wägelchen dein Papa gebaut hat. Stimmt, aber ich schlaf da drin. Ja, du Luschi. Ja. Während meine Schlafstätte da hinten steht, ein schönes grünes Zelt. Ja, ich habe es mir dann auch kuschelig gemacht. Schön mit Decke und Zudecke und hau mich tot, aber nee, in mein Schlafzimmer hole ich euch jetzt nicht rein. Okay, Freunde, dann tät ich sagen, nächste Runde, wenn wir das Essen auf die Platte hauen. Jetzt hätte es fast die Linse zerrissen. Und hier mal ein Beispiel, was man nicht machen sollte. Philipp, welchen Fehler hast du gerade begangen? Ich sag's lieber nicht. Er hat Nadelholz zum Anfeuern genommen und das Ding noch halber vollgestopft damit. Nee, es war gar nicht so viel. Naja, zu viel. Ja, wart noch mit den Einölen, bis er ein bisschen runterbrannt ist, und hau ordentliches Holz rein. Und dann kriegen wir das schon gebacken. Hol doch du schon mal dein Essen, was mir da jetzt gleich... Ja. Wenn ihr jetzt dann nochmal eine Bank holt, auf, springt, so lauf, der renn. Du kannst hier Gerüst aufbauen, dann kannst du hier... Also irgendwas brauchen wir jetzt hier auf alle Fälle. Tja Leute, da meine Steaks noch leicht gefroren sind, machen wir hier halt schnell an anderen Happen, dass wir jetzt wenigstens einmal irgendwas gegessen haben. Ein paar Bratwürstel, ein bisschen Toastbrot, ein bisschen Bacon und dazu noch eine Dolly Sauce. Holzlieferant. Ja, und siehst du, fast wäre es soweit gewesen, dass es nicht fällt. Das ist der Grund, warum man diese Platte nicht ohne den Ring betreiben sollte. Ich sag's nicht. Ich hab dich doch lieb. Aber es liegt doch meistens am Bediener, oder? Nö. Und Handschuhe sind heute auch Mangelware. Aber da wir hier ja sowieso Camping haben etc. pp., ist uns das relativ wurscht. Aber Live-Musik haben wir. Live-Musik haben wir, jawohl. Ist immer gut. Wo sind die Stripperin? Ja, da hat der Philipp wieder geschlafen. Ja, ich kann für euch. Geht los? Nee, du lass deine Klamotten mal an hier. Auf Toastbrot gleich eine Dolly Sauce, bitte. Yes, sir. Auf meins nicht, danke. Nein. Das ist der Philipp, der alte Nasenbär. Ich möchte das Original haben. Ich möchte keine Soße. Ich bin kein Soßenmensch. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Also noch zwei. Brauchst du noch mal drei? Was? Prost. Du meinst das Deckel? Ja.
Nö, nee, sonst haben wir zu viel gegessen. Ja komm, hau noch mal 3 drauf. Viel Liebe. Wie alles bei uns, ne? Schnapp doch mal meine Cam und film mal die Toastbrote hier, diese geilen. Ja, jetzt hab ich mal das Zepter in der Hand. Lecker, lecker. Ja, genauso dunkel wie es draußen ist, ist der Bacon, aber das macht gar nichts. Alles Geschmack. So, Messer haben wir auch keins da. Das ist mal wieder Philipp Live. Dann schmeißen wir die Würstel halt so drauf. Michi, wie nennst du jetzt diesen Sandwich? Versuch. Sandwich, hau mich tot. Hau mich tot und weiß ich nicht. Genau so möchten wir es dann auch lesen in YouTube. Improvisation ist einfach alles. Und wird meistens das Beste, ne? So, einmal. Oh, sieht fantastisch aus. Oh, nice. Oh, come on. So, Philipp, du kannst deinen selber runternehmen. Ja, ich muss ja deine Cam halten, ne? Ja. Du kannst dir deinen selber runterholen. Scheiße, das Ding ist ja wirklich heiß. Das heißt auch. So, stellt euch doch mal zusammen, wenn ihr schon Probierrelle macht. Heiliges Blechle. Also, cheerio. Ja, hau rein die Schuhe. Du auch. Ja, stoß mal das, das Sandwich. Ja, mach halt. Alter. Was soll man sagen? Aus der Not geboren. Schnellen Mampf. Da unten nerven noch die anderen Leute, wo hier sind, auf dem Gelände. Die nerven deswegen eigentlich gar nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir sie verjagt wieder. Und wisst ihr, warum wir das jetzt essen müssen? Weil der Michi seine Steaks eingefrorenerweise mitgebracht hat. Ja, habe ich zeig's gesagt, aber mein Check ist auch gut. Ach so. Und deswegen müssen wir jetzt hier so ein bisschen improvisieren. Aber Michi, das hast du fantastisch gemacht. Wusa. Ich glaube, der verarscht mich. Das glaube ich nicht. Würde ich niemals tun. Also essen kann man's. Bratwurst, Bacon, Käse, Dolly-Sauce. Einwandfrei. Ich mach die Cam aus und das Dein, bevor er ganz schwarz ist. Dolly-Sauce finde ich richtig klasse. Dann können wir dich hier abstempeln. Was ist da jetzt? Ziehst du doch mal ab. Du hast die Soße auf der Stirn. Du mieser Kleiner. Mach mal die Kamera aus, ich muss ihn vermöbeln. Darüber. Ja Leute, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt, die Steaks werden heute doch nichts mehr. Uns reicht das Toastbrot schon fast. McAllister, der Christian, wird sich für heute aus diesem Video verabschieden. Es war mir eine Ehre. Weil der verzieht sich jetzt ins Hotel und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen dann der Philipp vermöbeln. Von wegen. Ja. Ich brauche noch für mein Unboxing-Video. Ja, wir machen nämlich jetzt noch ein bisschen Video. Ja. Und ja, vielleicht gibt es jetzt noch ein paar kurze Dingsaufnahmen. Dingsaufnahmen. Ein paar kurze Aufnahmen nur mit Philipp und mir. Aber hinter halt, den Kulissen quasi. Ja, hinter den Kulissen. Genau. Jetzt geht es weiter mit hinter den Kulissen am Vortag des Treffens. Nee, Vorabend. Ja. Wir legen jetzt einfach los. Ja, und da tragen sie einfach den kompletten Tisch davon. Hardcore. Hardcore. Naja, ich gehe einfach mal hinterher. Ja, das Stolpern, da ist mein Jackie drauf. Also das Gelände, was hier der Philipp
ja, uns für das Treffen zur Verfügung stellt. Das ist schon etwas größer, da kann man echt nicht maulern. Sogar ein Teich. Und ja, wesentlich angenehmer, gemütlicher als bei anderen. Ja. Und ab! Oh je, yeah. Philipp, mach hier mal Beleuchtung an. Dann machen wir doch hier gleich unseren Rundgang. Nee, das machen wir morgen früh. Nein, das machen wir jetzt so. Nee, machen wir morgen. Darf ich mir den mitnehmen da an der Wand? Ich glaube, da kriegst du ein Problem mit dem Anwärmen. Ja, verdammte Axt. Das hätte ich aber jetzt gern noch gemacht, den Rundgang. Nee, das machen wir morgen früh. Warum denn? Weil da stehen noch Sachen einfach so rum. Ach so. Du hast Geheimnisse. Sowieso. Tja, die werden wir jetzt mal auspacken. Danke hierbei nochmal an den Adrian, der mir auch den Spatel Unboxing-Video gegeben hat oder geschickt hat. Und zwar, da machen wir morgen die Steaks drauf. Garantie. Und so, jetzt hat er seine Cam ausgemacht. Jetzt kann ich wieder etwas lauter reden. Also das Teil sieht mal richtig gut aus. Also in Philipps Video habe ich hier gerade meine Bacon-Zwiebelsteaks draufgelegt gehabt, zum Zeigen, dass wir die da drauf morgen machen. Und Leute, ich habe es ja schon in meinem anderen Video gesagt, eigentlich werden die Steaks ja für so eine Plancha gedacht. Und ey, ich finde das jetzt richtig geil. Da freue ich mich schon mal richtig absolut darauf, morgen das darauf zu machen. Was sagst du dazu? Auf jeden Fall. Ich freue mich schon extrem auf das Teil. Gut, dass wir die heute auf der Feuerplatte nicht mehr gemacht haben. Genau. Noch ganz kurz zu sagen, ich war dieses Jahr bei Camping Gas und die haben die ganzen neuen Geräte vorgestellt. Und ich war, oder ich durfte das Privileg genießen, die nagelneue Plancha der Master Series mit zu testen, drauf zu grillen. Ich bin begeistert. Top. Ich freue mich so sehr, dass das Teil da ist. Man sieht's, hier steht der Schweiß schon auf der Stirn. Ich finde es geil, das Teil. Das Ding ist wirklich. Apropos, klasse. Prost. Ein Prosit auf dich. So, Freunde, der Philipp hat jetzt sein Video fertig gemacht. Wir haben es mittlerweile irgendwas nach 1. Ja. Wir machen jetzt Feierabend für heute. Dieses Video geht aber noch weiter, eben mit dem ersten Einsatz von der Plancha morgen oder später. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Und haben deine Zuschauer schon alles gesehen? Weiß ich noch nicht. Das sehen sie dann bei mir im Video. Ja, und morgen im Einsatz. Also, morgen für euch jetzt gleich gibt es dann den Einsatz auf der Plancha und das war's dann mit dem ersten Video. Und das zweite Video ist dann mit allen anderen, wo hier sind. Ja. Oder hierher kommen. Bis später. Prost. Prost. Philipp, leck mir am Arsch, schmeiß das Ding an, ich hab Hunger. Echt jetzt? Ja. Wir machen jetzt Bacon und Spiegelei. Juhu! Ach Philipp, du bist so geil auf die Plancha. Ja, ja. Mach einfach. Ich würde sie ja gerne mal küssen, aber jetzt ist es, glaube ich, keine gute Idee. Ja, die kommt schon. Ja, sie kommt, sie kommt. Also in dem Bacon und dann in dem Baconfett, was ausläuft, da tun wir dann unsere Toastbrote anrösten. Oh ja. Oh, das sind zwei Scheiben. Aber das macht gar nichts. Guck mal. Mit dem tollen Werkzeug von Camping Gas. Das wird schon wieder Verkaufsshow, aber. Da hinten spielt ich die Lampe wie Schwein. Ich muss mal hier das Licht umstellen ein bisschen. Ne, spiegelt immer noch. Ja, es fängt schon an zu dampfen. Ja, die Lichtverhältnisse sind halt jetzt nicht optimal. Aber wir haben ja auch 1 Uhr nachts, ne? Ja. Und im Hintergrund quaken die Frösche. Weiter drüben ist noch ein Live-Konzert oder was weiß ich, was das ist. Ja, das sind die Hüttler oder ja, die machen da immer so. Ist wurscht, Hauptsache wir haben ein bisschen Musik. Ja. Und unser Chor ist auch da.
sieht doch schon mal schön aus, ne? Ja. Mal lecker Bacon. Na, hier fängt schon an, schön zu blubbern, ne? Also die ist noch in der. Sag mal, schwankt die Kamera so oder schwank ich so? Ich glaube, die Kamera ist es nicht. Komisch. Aber wie man sieht, hat jetzt nicht lange gedauert, bis es heiß ist, ne? Das ist jetzt auch ein schöner Test vom Hitzeverlauf her. Ja. Also man merkt, hier vorne ist es nicht ganz so heiß. Aber hier in der Mitte ist es dann, ne? So ab hier. Ja. Aber sie ist aber auch noch nicht lange an. Der Brenner läuft ja, glaube ich, so rum, wenn ich mich richtig erinnere. Ist quasi ein Dreizack. Ja. So, so und so. Ja, dann ist kein Wunder, dass der Bacon ja, nicht ganz so viel Hitze abkriegt. Wenn die Platte mal richtig heiß ist. Dann nimm ihn doch jetzt und tun da hinten mit hinlegen. Spare in der Zeit. Das ist dann unser After-Knusper. Ach so. Du musst flexibler werden. Leute, ich glaube, das wird ein sehr chaotisches Video. Egal, aber wir haben Spaß dabei und das ist ja die Hauptsache. Und ihr natürlich auch, hoffentlich. Also wie gesagt, wir brutzeln jetzt den Bacon raus und in der nächsten Szene dann, ja, schmeißen wir das nächste drauf. Ein bisschen am Einölen ist der Philipp noch zusätzlich mit der Plansche. Der Bacon brutzelt so schön gemütlich vor sich hin. Jetzt kriegt er auch schon die Bräune, ne? Ja. Also pro Toast ein Spiegelei, oder? Ja. Aber weißt du, was mir so jetzt gerade so aufgefallen ist? Bitte? Dass wir haben die Füße nicht eingestellt. Wir haben die Plansche nicht eingestellt. Also sie steht leider jetzt etwas schief. Ein? Ja, jeder halt ein Ei. So. Das reicht. Wir sind eineiige. Aber in der Vorfreude, dass wir die jetzt doch noch benutzen, haben wir das ganz vergessen. Gleich einmal Salz und Pfeffer über die Eier drüber. Ich möchte meins noch auf der anderen Seite angebraten. Ja, aber trotzdem gleich Salz und Pfeffer drüber, dass das gleich mit einsickert. Ja. Wenn du das so möchtest. Ja. Auf alle Fälle. Paprika hast du nicht zufällig auch noch? Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch? Lass noch. Ich bin so aufgeregt. Ist das schön. Ja, hier vorne ist noch ein bisschen. So in der Mitte ist ganz gut. Ja, aber dann weiß man, dass man die Sachen, was schon soweit gut sind, ganz nach vorne ziehen kann und da zum Warmhalten liegen lassen kann. So kann man das sagen. Lang rein und dreh es um. Aber verbrennt er nicht wieder die Finger wie auf der Feuerplatte heute schon. Das stimmt wohl. Schön. Der Geruch vom Bacon ist einfach herrlich. Möchtest du dein Ei auch gedreht? Ja, natürlich. Auch schön trocken? Mach mir mein Ei nicht kaputt. Vielleicht ist es auch mein Ei. Oh, hier geht's besser. Ah, das Öl ist hier ein bisschen weggelaufen. Deswegen klebt das so ein bisschen an. Nachts um 2:30 kann man das verschmerzen. Ja. Ich schaue jetzt mal auf die Uhr, wie spät wir es wirklich haben. Quasi Live-Uhrzeit. Oh, 1:16 Uhr. Also quasi 12:45. Haben wir ja schon fast wieder maßlos übertrieben mit 1:30. Boah. Ist das eigentlich jetzt schon das Frühstück? Nee, das ist der Mitternachtssnack.
oder so. Also wenn ich jetzt nicht meine Kippe in der Hand hätte, dann hätte ich jetzt auf die Finger hauen und hätte es selber machen. Ach, wir lassen es noch ein bisschen. Also die Frösche können schon nerven, ne? Nö, ich finde das ganz angenehm. Echt? Aber die Musik hat aufgehört. Noch. Jetzt pack das Ding und schmeiß, dreh's einfach um. Ich möchte aber das Ei da nicht damit machen. Zack. Oh, hast du gesehen? Doch. Hast du gesehen? Es wird kaputt gehen da hinten. Also Leute, man sollte da vorher ausrichten. Aber im Eifer des Gefechts haben wir es einfach vermasselt. Schon wieder. Naja. Das ist ein Feature, oder? Ja. So, dann zieh mal den Bacon vor. Ja, zieh ihn hier vor, hier vor, hier vor. Ganz nach vorne. Ganz nach vorne. Den kompletten Bacon. Mhm. Dann tun wir da eine Scheibe Toast für jeden anrösten. Oder willst du zwei Scheiben? Nö, ein. Eine Scheibe euch. Dann machen wir uns ein schönes kleines Sandwich. Ein Scheiben-Sandwich? Ein strammer Max in Light-Version. Halt ohne Butter und Brot, halt richtiges Brot. Bist du auch so ein Ei-Durchesser? Ei-Doch-Esser? Ja, natürlich. Sehr gut. Ja, gut. Ich habe gedacht, ich wäre der Einzige bisschen, hier. Ein bisschen Flüssigkeit noch sein können, aber. Wenn man es von beiden Seiten anbrutzelt, dann passt es genauso. Ich kann das auch runter machen, ne? Nee, nee, passt schon so. Also der Kern ist hier auf jeden Fall noch flüssig. Mmh. Jetzt noch eine schöne Butter. Eine schöne fettige Butter. Er hat Butter dabei. Für unser Ei. Hast du wirklich Butter dabei? Natürlich habe ich Butter dabei. Du bist einfach der Beste. Ah, das reicht. Was? Meinst du nicht? Ach, unten, nein. Ja. Und jetzt? Was auch ganz cool ist, wenn man hier das jetzt schön aussticht. Ne? Ah. Wie, Nee. Doch. Lass mich doch mal ausreden. Nein. Du machst hier. Nein! Es wird jetzt nicht ausgestochen. Dann hättest du das Ei kleiner hauen müssen. Richtig. Gib jetzt das Ding her hier. Ich hab jetzt langsam Hunger. Aber du kennst die Version. Ja, natürlich. Und das ist die beste. Bitte nicht platt drücken. Dann drück halt platt. Eins, zwei, drei, vier, mache ich bei mir fünf. Ich bin auch älter als du. Bitteschön. Oh. Lass das schmecken. Wird bestimmt kalt sein, ne? Ich hab's gewusst. Also Leute, ich leg mir den jetzt noch auf die Seite und lass ihn kurz abkühlen. Ich auch. Legt man derweil auf die Eierbox.
Und sobald die leicht abgekühlt sind, dass wir sie anlangen können. Machen wir einen Probierer, ne? Genau. Ist das Ding jetzt gleich sauber, oder? Aha. Einfach kaltes Wasser und dann herausschwemmen. Da wäre es natürlich jetzt wirklich vom Vorteil gewesen, wenn sie gerade gestanden wäre. Ja, so ist aber ganz gut, weil hier hinten vom Ei oder von den Eiern ist das meiste angebackte. Und da kann man das schön einwirken lassen. Und dann geht man echt nur mit dem Rücken ganz leicht drüber, ohne großartig viel Druck. Und das Teil ist blitzeblank sauber. Okay. Ja, Leute, jetzt gibt's aber unser Probiererchen, wenn der da endlich fertig mit der Schaberei ist. Und während da noch geschrubbt wird, wird hier schon gegessen. Hallo? So ist es halt immer mit den Leuten, ne? Der eine arbeitet, der andere isst. So soll es doch sein. Aha! Wir haben noch was vergessen. Halt, jetzt. Du hast mir mal Bacon abgebrochen. Dann probieren wir mal. Ich träufle mir noch etwas von der Dolly Sauce drauf. Coole Sache. Mach's auf. Mhm. Jetzt hast du den Bacon aber selber runtergeschmissen. Ja, weil du ihn abgebrochen hast. Immer ich. Mehr Licht. Diese Viecher sind hier echt fein. So als Mitternachtssnack. Nachmitternachtssnack. Ein Frühfrühstück. Okay, aber jetzt wirklich die nächste Runde dann, wenn wir die Steaks machen. Macht's gut.